bin Lara. Ich spiele im DE und im Paski. Ja, ich bin sozusagen mit dem Ball aufgewachsen. Mein Vater war auch Trainer. Wir sind immer am Match mitgekommen. Dann wollte mein Bruder anfangen, sind wir da hingekommen. Dann hat es mir auch gefallen und dann habe ich meinem Vater auch gesagt, dass ich auch mitspielen will und Fußball spielen will. Ja. Also, ich hatte jetzt, glaube ich, Glück gehabt. Ich war immer mit einem Mädchen. Auch seit Anfang an, ja, mir hat es eigentlich gefallen, auch gegen Buben spielen, so zeigen, was ich kann und so. Ja. Ja, ich finde es sehr schön, weil, wo ich gesehen habe, wir haben mal gegen Paar gespielt. Das sind auch gegen Frauen haben wir gespielt. Und es hat mir sehr gefallen, dort, die Frauenmannschaft. Und ja, ich wünsche mir auch da das. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ich vielleicht reinkomme. Ja, Teamsport. Und wenn ich auf den Platz komme, dann will ich einfach nur mehr pässeln und meine Emotionen rauslassen. So, wenn ich meine Teamkameraden, wir helfen uns gegenseitig. Ich sage, ja, mach das. Und er sagt, ja, nächstes Mal das und so. Und nachher, wenn ich etwas gut gemacht habe, fühle ich mich auch gut, wenn sie sagen, ja, hast du super gemacht und so. Also, ich fokussiere mich jetzt eher auf die Schule, weil ich muss ja auch einen guten Job haben. Aber klar, ich will eher weiterkommen. Und vielleicht mit größeren Mannschaften, aber ja, eher so zum Spass und vielleicht dann, wenn ich grösser bin, auch Trainerin. Wo ich mal Kapitän geworden bin, weil ich im ersten Drittel sehr gut gespielt habe. In der ersten Minute habe ich mich sehr gefreut, ja, so das Kapitänzeichen zu bekommen, und habe ich mich sehr gefreut darüber.